Spannunterhaltung wünscht Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug. So, moin moin ihr Lieben, Stahlwerk Warm-Up, Part 2, Top 11 Team. Jacob, wo stehst du denn eigentlich so beim Top 11 Team? Ich bin im absoluten Niemandsland und da fühle ich mich irgendwie auch wohl. Ich weiß nicht warum, aber es geht wenig nach oben, wenig nach unten. Ich habe dann mal wieder einen Glückstreffer drin, wie letzte Woche Lothro Meyer, den ich als gefühlt einzigen mit drin hatte, der trifft dann. Dafür habe ich einen Moira als Kapitän und der ruiniert mir wieder den Spieltag. Ich schaffe es noch nicht. Es sind immer einzelne Glückstreffer mit dabei und andere, die mich dann wieder ins Verderben reiten. Deswegen schauen wir mal, wie es diese Woche ausschaut. Das würde ich sagen, ist die perfekte Beschreibung fürs Top-11-Team. Bevor wir einsteigen, bevor Brian seine Elf präsentieren wird, gibt es leider zwei nervende Informationen. Punkt 1 ist die Auswertung zum 27. Spieltag. Ist noch nicht draußen, weil unser Entwicklerstar Philipp sich wohlverdienten Urlaub gemacht hat, genommen hat und ich leider noch nicht in der Lage bin, selber diese Berechnung zu starten. Das ist Learning Nummer 1. In Zukunft werde ich selber Berechnungen starten können. Das kann nur Philipp, der weilt in anderen Sphären. Von dem her müssten wir mit der Berechnung warten bis Samstag wahrscheinlich. Und das andere ist, es gibt irgendeinen Bug im Spiel drin. Das heißt, wir können alle gerade nicht die Aufstellung machen und wir wissen bis jetzt noch nicht genau, woran es liegt und wir wissen bis jetzt auch noch nicht genau, wie wir das beheben wollen, das Problem. Kann sein, dass Freitag Anpfiff ist und wir können alle noch kein Top-11-Team aufstellen. Ich werde in der WhatsApp-Gruppe, ich werde im Forum und ich werde unter diesem Video alle Informationen raushauen, wie wir damit umgehen werden. Genau, im schlechtesten Fall fällt der Spieltag aus. Ich versuche das zu verhindern. Ich habe so Bock auf dieses Spiel und ich habe ans Wochenende gedacht und ich habe kein Top-11-Team aufgestellt und ich habe gedacht, es wäre die Katastrophe und Fußball wäre nur noch 3,7% wert und zwar dann, wenn Freiburg gewinnt gegen RB Leipzig. Aber das versuchen wir zu verhindern. Jacob, ich würde sagen, wir lassen direkt Brian mit seiner Elf ran, oder? Yes, ich bin gespannt. Hallo allerseits. Heute melde ich mich mal wieder aus meinem Mannschaftsbus und stelle euch meine Top 11 zum 28. Spieltag vor. Im Tor möchte ich diesmal mit Zentner von Mainz 05 gehen. Die spielen zu Hause gegen Darmstadt und ich denke doch, dass die da gewinnen können und die Null halten können sollten. In der Dreierabwehrkette spiele ich einerseits mit Grimaldo von Bayer Leverkusen. Die spielen auswärts gegen Union Berlin. Und ich denke doch, dass er da seine Offensivqualitäten gut zur Geltung bringen können sollte. Der zweite Verteidiger bei mir wird Nils Nkunku von Eintracht Frankfurt sein. Das ist dasselbe wie bei Grimaldo. Die spielen zu Hause gegen Bremen, die gerade sehr formschwach sind. Das sollte offensiv auch was gehen können. Und die dritte Abwehrposition hat diese Saison zum ersten Mal Max Finkgräfe bei mir, weil ich einen Heimsieg gegen die Bochumer sehe. Und auch er sollte hier offensiv was zeigen können. Vielleicht auch mal wieder ein schönes Freistoßtor. Dann kommt das Vierer Mittelfeld. Da gehe ich einerseits mit Rizu Doan von SC Freiburg. Die spielen zu Hause gegen Leipzig. Freiburg ist momentan ein bisschen formstärker unterwegs und deswegen glaube ich, dass die offensiv was leisten können werden. Obwohl Leipzig auf dem Papier eigentlich stärker ist. Der zweite Mittelfeldspieler wird von Leipzig Xavi Simons sein. Da sie grundsätzlich als stärker einzuschätzen sind als Freiburg, aber ich glaube hier, dass es relativ torreich werden wird und Simons ist da eigentlich immer mit beteiligt. Der dritte Mittelfeldplatz geht an Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim. Die spielen zu Hause gegen Bayern und hier kann ich mir vorstellen, dass es eine kleine Überraschung geben wird und dass vielleicht auch über den einen oder anderen Standard was für Heidenheim gehen kann und da ist Beste natürlich immer mit beteiligt. Außerdem bekommt man gegen die Bayern normalerweise immer ganz gute Noten. Der vierte Mittelfeldplatz geht an einen Wolfsburger. Stand jetzt ist es Paredes. Wolfsburg hat den Trainereffekt, spielt zu Hause gegen defensiv anfällige Gladbacher. Da kann ich mir vorstellen, dass das eine oder andere Tor fallen wird für Wolfsburg und Paredes ist da auch gar nicht so selten beteiligt. Dann kommt der Dreiersturm. Der erste Stürmer bei mir wird vom BVB Jadon Sancho sein. Dortmund sehr formstark unterwegs und ich denke, zu Hause sollten sie die Stuttgarter schlagen können. Der zweite Stürmer wird Harry Kane sein. Der hat letztes
am letzten Spieltag nicht getroffen gegen Dortmund, beziehungsweise sogar ein Tor aberkannt bekommen. Und ich glaube, der ist so ehrgeizig, dass er das jetzt wieder gut machen will und auf jeden Fall knipsen wird. Der dritte Stürmer wird dann Ermedin Demirovic vom FC Augsburg sein. Der darf ja diese Woche wieder spielen. Und ich sehe einen Auswärtssieg gegen Hoffenheim. Zumal wir ja den Heimnachteil für Hoffenheim alle kennen. Das ist meine aktuelle Top 11. Der Kapitän wird Grimaldo sein, weil er Konstanz mit einem auf dem Papier guten Matchup verbindet. Da sehe ich das größte Potenzial. So, das war's mit meiner Top 11 für diesen Spieltag. Ich wünsche uns allen einen schönen, spannenden Spieltag. Grüße gehen raus. Haut rein. Traumhaft. Jawohl. Eine Überschneidung bei mir und wirklich. Ich habe vier. Du hast vier. Ich habe eine Überschneidung und ich finde mutige Picks mit dabei. Ja, deine Zeit rennt bei mir leider heute. Jacob, darfst du direkt einsteigen? Alles gut. Genau, ich bin dabei, aber das muss ich ja eh noch selber basteln. Du musst alles selber basteln heute. Keeper ist der erste Stich, Robin Zentner. Ich glaube, der wird viele drin haben. Zum einen, weil es die gewöhnliche Jakob-Taktik ist und einfach irgendwie in den letzten Spieler gut performt hat. Das wird schon wieder klappen. Auf der anderen Seite geht es halt zu Hause gegen Darmstadt zu Null Bonus. Ich glaube, dass gar keine gute Note am Schluss da rauskommt, aber wenn du eben eine 3,0 holst plus den zu Null Bonus, dann sah man schon deutlich besser als der Durchschnitt. Und war für mich ein Coinflip tatsächlich zwischen ihm und zwischen Finn Dahmen. Der komplettes Gegenteil hat garantiert nicht zu Null spielt gegen Hoffenheim, garantiert aber viel auf den Kasten bekommt und statistisch tatsächlich ein extrem guter Keeper in der Saison ist. Aber Zentner ist geworden und du darfst weitermachen, Nico. Willst du noch Abwehrspieler rein? Anne, ich steib, du hast recht. Jakob hat recht an der Stelle. Bei mir wird es ein Dortmund, der in die Tore. Es wird Gregor Kobel wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gegen die Stuttgart, oder Olli Baumann tatsächlich. Das ist noch die Überlegung. Okay. Baumann, Kobel, Baumann. Weiß ich noch nicht genau. Einer von den beiden. Ich halte tatsächlich Top 11 und ich entschuldige mich auch wieder von Herzen bei Evo. Es tut mir wahnsinnig leid. Wirklich bis zur Aufstellung offen und gehe in letzter Sekunde im Bauchgefühl. Ich bin immer in der App drin und dann wird eingeloggt kurz vor Anpfiff. Kobel, Baumann, einer von den beiden. Derzeit ist Kobel eingeloggt. Und dann würde ich mal sagen, mein erster Abwehrspieler wird auf jeden Fall ein Kölner sein. Obwohl ich viel über Adamyan nachgedacht habe, der einfach unglaublich gute Noten holt, auch wenn er nicht trifft. Aber da ich andere Stürmer präferiere, ist Chef Chabot oder Max Finkgräfe, auch der, da bin ich noch am Hin- und Herschieben. Einer von den beiden wird bei mir reinrücken. Und jetzt darfst du mit zwei Abwehrspielern weitermachen. Da mache ich zwei, glaube ich, die bei dir relativ oft drin waren in letzter Zeit. Der erste ist William Pacho von Frankfurt. Geht zu Hause gegen Bremen. Ich habe einen Frankfurter Heimsieg getippt. Und der zweite spielt ebenfalls in Grün. Ist ein klassischer Linksverteidiger mit Joachim Mähle. Ich muss eigentlich drei drin haben. Pacho als linken Innenverteidiger. Lass ich noch durchgehen. Trainereffekt zu Hause gegen Gladbach. Es gibt, glaube ich, kein Team, was auf den Außen defensiv so anfällig ist wie Gladbach. Da sehe ich Potenzial und bin sehr, sehr gespannt, wer bei denen noch dabei ist. Ja, wunderbar. Alles anders. Natürlich der ewige Kevin bei mir, Kevin Schlotterbeck, überragend. Ja. Und ich, also ernst gemeint, Kevin Schlotterbeck ist ja Freiburger und ist auch eigentlich also nur ein Leihspieler. Ich denke aber mal, dass er uns Patrick Osterhage mit besorgt hat, weil der gute Kevin in Bochum dann bleiben wird. Ich bin ein großer Osterhage-Fan und ich freue mich, wenn Kevin sein Glück in Bochum gefunden hat. Finde ich überragend, finde ich sehr, sehr schön. Von dem her an der Stelle an die beiden Schlotterbecks alles Gute. Ich weiß noch, die Feier das letzte Mal mit den beiden waren sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Deswegen Kevin ist mit dabei in Köln und dann gibt es auch noch eine Switch-Position. Ich nehme mal so viel vorweg, Augsburger in die Abwehr und Frankfurter in Sturm oder Frankfurter in die Abwehr und Augsburger in Sturm. Das weiß ich auch nicht genau. Derzeit ist ein Augsburger in der Abwehr, das wäre dann Felix Udokai, der einfach immer sauber Punkte holt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir im Mittelfeld Überschneidungen haben. Ich habe noch einen Abwehrspieler offen. Ach, stimmt. Und ich hatte kurz Angst, ich hatte auch einen Augsburger Abwehrspieler drin und ich dachte, dass du das auf gar keinen Fall hast. Kevin Babu habe ich mit reingenommen. Ah, stimmt, der war gut. Stimmt, natürlich Jacob Move. Ja, klar. So, Außenverteidiger muss man nehmen. Babu hat mir gut gefallen gegen Köln, ich habe das Spiel angeguckt. Spielt, glaube ich, insgesamt tatsächlich eine relativ gute Saison, die so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ist auch, glaube ich, nur ausgeliehen bei den Augsburgern. Aber spielt sich gerade in den Schweizer Kader für die EM rein auf jeden Fall. Und spielt insgesamt einfach eine gute Saison. Deswegen, das ist der letzte Abwehrspieler.
Ich hab eine neue Spielidee für dich. Vielleicht können wir für dich ein Spiel entwickeln, wo man versucht, die Top 11 zu treffen vom vorangegangenen Spieltag. Ich glaube, da würdest du auch insgesamt besser abschneiden. Entweder das oder vom übernächsten. Ich glaube, es würde beides besser funktionieren, als einfach nur fürs Wochenende eine gute Mannschaft aufzustellen. Ja. Das zumindest dazu. Sorry. Alles gut. So wie ich schießen kann im Tippspiel oder bei Interactive, habe ich jeden Shot bei Top 11 absolut verdient. Mittelfeld mache ich einen weiter, den, glaube ich, viele drin haben werden. FSV 105. Fällt mir gerade auf. Geht er nicht, weil ich habe Robin Zentner drin. Okay, ich fahre mit dem anderen weiter. Ich mache mit Jule Brandt weiter. Ich überlege mir gerade noch, wie ich das andere mal neu bekomme. Das passiert, wenn man es nicht basteln kann. Und ja. Jule Brandt habe ich jetzt gerade tatsächlich gelesen, im März die meisten Torvorlagen in der Liga gegeben, mit Jamal Musiala zusammen, 5 Stück. Krass. Über Musiala und über Wirtz spricht man über Brandt überhaupt nicht. Obwohl die Noten gut sind, obwohl Dortmund gut spielt und obwohl die Assists auch da sind. Ich hoffe, das bleibt so gegen Stuttgart. Und den Rest schauen wir mal weiter. Jetzt darfst du erstmal vorlegen, Nico. Am meisten amüsiert mich, dass du die Aussage triffst, du hast jetzt zwei Mainzer drin, weil die App gerade nicht funktioniert und du es nicht aufstellen kannst. Ja, ich hab das ja sonst auch. Sowas passiert dir ja sonst nie. Weder gelb gesperrte Spieler, noch sonst irgendwas hast, ist dir jemals diese unterlaufen. Diese Bugs, die machen mir alles kaputt, ey. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin zwei Standardspieler mit. Flo Wirtz und Xavi Simons. Und du bist dran. Jetzt geht's aber schnell, ne? Dann mache ich weiter mit Flo Wirtz und Xavi Simons. Ja, sag ich doch. Dann mache ich jetzt weiter mit zwei spannenden Spielern. Ja. Spannende Spieler Nummer 1, Wolfsburger Mittelfeldspieler. Mhm. Patrick Wimmer. Ja, okay, das ist mutig. Ja, und der andere, Bayern Mittelfeldspieler. Mhm. Serge Gnabry. Musst du so viel aufholen, Nico, oder hast du irgendeine Wette verloren? Nee, aber ich mir hat Gnabry ganz gut gefallen bei der einen nach der Einwechslung in Dortmund. Müller raus, Musiala auf die 10, Gnabry über die links außen. Also finde ich als Mittelfeldspieler, der sehr offensiv das dann interpretiert und torgefährlich ist, ganz gut. Und Patrick Wimmer bin ich eigentlich ein großer Fan von. Wolfsburg hat mir insgesamt nicht gefallen. Ich glaube, dass es gegen Gladbach besser laufen könnte, wenn Wimmer in der Startelf steht. Wenn Wimmer nicht in der Startelf steht, dann weiß ich nicht, wie ich umbauen soll, weil wenn ich einen Wolfsburger dann reinnehmen will, dann ist es entweder Male Abwehr oder es ist Windsturm. Ja, aber das ist ein ernst gemeinte, zwei ernst gemeinte Tipps auf jeden Fall. Bleib bei meinem guten alten Hofmeier. 4,0, ja, 4,0 und schießt das Tor. 3,0. Ja, aber Wind saß letzten Spieltag auf der Bank. Ne? Ja, kommt dann erst in der 60. rein, legt einen vor, freue ich mich interactive, aber ja. Ich muss ganz kurz korrigieren, Robin Zentner, es tut mir leid, lange an dich geglaubt, aber ich muss mit meiner Tradition brechen, weil ich einfach Amiri drin haben möchte, zu Hause gegen Darmstadt, kann ich nicht bringen. Deswegen wandert bei mir Frederik Renault ins Tor. Wenn die Leverkusen dann wieder 4 XG haben und am Schluss nur ein oder zwei Tore schießen, dann hätte in dem Fall Renault ein ganz gutes Spiel gemacht. Das klingt auf Papier wieder nach einer fabelhaften Idee bei Jakob und dann gibt es ein 7-1 für Leverkusen und was soll ich sagen? Und dann mache ich im Sturm weiter, nachdem ich vorher keinen Bayern-Spieler drin hatte, wird es Harry Kane logischerweise. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann den Gedankengang zu Gnabry bei dir verstehen. Ich wäre aber eher bei Coman gelandet. Coman hat mir besser gefallen in den Minuten, die er gegen Dortmund gespielt hat. Bestimmt. Aber das heißt halt wieder nur, weil Jakob das am letzten Spieltag so gesehen hat. Ja, stimmt schon, das stimmt schon. Ne? Aber ja. Okay, lass ich weitermachen mit zwei Stürmern. Das erste wäre bei mir Serhou Guirassy. Selbstverständlich in Dortmund kann man den auch einfach bringen. Mhm. Habe ich kein Problem mit. Und dann der zweite Stürmer ist das Thema, wie gesagt, Augsburger oder Frankfurter. Je nachdem, wie die Kombination aussieht, Marmoush oder Ermedin Demirovic. Mir fällt sehr schwer, auf Demirovic in Hoffenheim zu verzichten, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich werde auch nicht auf Marmoush verzichten oder zu Hause gegen die Bremer. Und da ich noch einen dritten Stürmer habe, den ich noch nicht nennen werde, muss ich vielleicht nochmal switchen. Aber jetzt bist du dran. Mach ich gerne. Kane habe ich drin. Zweiter Stürmer spielt bei Hoffenheim und heißt Maxi Bayer. Mhm. Weil auch gegen Leverkusen, also ich muss auch als Leverkusen sagen, das Tor ist halt einfach geil gemacht. Mhm. Klatschen lassen mit einem einfachen Doppelpass, aber dann siehst du einfach, das sieht halt aus wie eine Gottesanbeterin gefühlt, wenn er lossprintet, einfach nur Maxi Bayer mit seinen langen Räten. Das ist brutal schnell und technisch auch noch anspruchsvoll gemacht. Gibt Gerüchte, dass Maxi Bayer vielleicht nächstes Jahr auch in Schwarz-Rot spielen könnte. Ja, würde ich mich nicht drüber ärgern, sage ich ehrlich. Aber ja, und den letzten hast du heute schon erwähnt. Und zwar habe ich ja keinen Finkreis in der Abwehr. Den glaube ich sonst Adam drin hätten. Und dann ist es Sagis Adamian, an den ich immer geglaubt habe. Da bin ich selber extrem stolz drauf. Ja. Der jetzt auch gegen Augsburg das Ding wieder überragend vorlegt. Ich habe tatsächlich lange überlegt, entweder ob ich Davy Selke nehme oder Adamian. Ja, verstehe ich beides.
Aber ich gönne es einfach an Damian aktuell. Der gefällt mir gut und man sieht so krass, was passiert, wenn ein Stürmer Selbstbewusstsein entwickelt. Ja. Und vom Trainer von Schulz permanent stark geredet wird, anstatt vorher permanent auf den Sack zu bekommen, einfach nur nach dem Motto, muss jetzt endlich treffen und es funktioniert nicht und dies und das. Hat er auch gegen Leverkusen, ich will nicht sagen, eine hundertprozentige vergeben, aber ne, schießt das Ding an den Innenpfosten. Und trotzdem gab es danach von den Kölner Verantwortlichen nur Lob, tolle Leistung, engagiert, haut sich rein etc. Und es zahlt sich aus. Also ich weiß nicht, ob die wenigsten Männer Damian im Ausland verfolgt haben, aber hat der vorhin Hoffenheim dann ausgeliehen nach Brügge, überragend in Belgien gespielt, einfach nur deswegen überhaupt erst für Kölner Verhältnisse viel Geld bekommen. Und jetzt sieht man endlich, warum man daran geglaubt hat. Und das in meinen Augen auch kein Flop ist, deswegen Damian für mich letzter Stürmer vorne drin. Bin sehr gespannt, wer bei denen auch folgt, Nico. Ja, kommst du nicht drauf. Aber Damian gehe ich voll mit, ist wieder das Thema Unterbewusstsein. Der glaubt an sich und er ist unkonventionell, aber tipptopp, auf jeden Fall, finde ich richtig gut. Kommst nicht drauf, aber du wirst staunen, es ist Johnny Burkhardt. Brauchst selbstverständlich noch einen Mainzer bei mir drin. Er wird im Sturmzentrum spielen. Er darf zu Hause gegen Darmstadt ran, deswegen Johnny Burkhardt im Sturmzentrum. Und erzähl du doch mal, da habe ich mich noch eine Sekunde zum Überlegen, wer bei dir Capitano wird, falls du einen wählen willst dieses Mal. Ich würde diesen Spieler tatsächlich einen wählen, das sind nicht die Mirovic für letzte Woche. Ich bin diesmal wieder langweilig bei Flo Blitz gelandet. Der hat einfach überragend drauf, ist der auch letzte Woche gegen Hoffenheim, glaube ich, die 1,5 bekommen hat. Völlig verdient, meiner Meinung nach, aber spielt einfach stark und ich muss jetzt doch dann ernsthaft zum Saisonende gucken. Ich möchte nächstes Jahr unfassbar gerne in der ersten Liga spielen. Und dann kann ich keine Experimente eingehen. Ich habe tatsächlich lange mit dem Gedanken gespielt, noch, ob ich Damian als Capitano nehme. Es geht gegen Bochum zu Hause. Die Kölner müssen gewinnen. Und das kann natürlich ein absoluter Jackpot werden, wenn der ein Tor schießt, die 1,5 bekommt und ich mich dann absetze. Aber die 1,5 sehe ich halt bei anderen Spielern genauso möglich. Und dann ist mir das Gamble einfach nicht wert. Ja, ich bin auch im... Also... Flo Wirtz eventuell oder aber Bauchgefühl wird das sein. Serge Gnabry oder Johnny Burkhardt, einer von den beiden. Das ist das größere Gamble auf jeden Fall, aber ich nehme die ja rein, weil ich bei beiden einen Doppelpack mir sehr gut vorstellen kann einfach. Aber klar, Flo Wirtz, im schlechtesten Fall ist es halt eine 2,5. Das ist also ein bisschen der Punkt auch. Ja. Okay, mein Lieber, ich muss leider schnell machen, deswegen bin ich ein bisschen on the rush heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ey, bitte drück uns die Daumen, dass wir das gefixt bekommen, dass der Spieltag auch gebastelt werden kann. Ich habe auch gedacht, worst case, also vielleicht müssen wir halt auf die Frankfurter und Bremer verzichten und du kannst halt deine Elf erst Samstagmittag aufstellen. Worst case. Dann fliegt bei mir wieder alles über den Haufen, weil ich keinen Patsch mehr habe, aber ich finde auch irgendwo noch einen anderen Abwehrspieler, den ich irgendwo reinstellen kann und wenn ich zur Not in Darmstadt daneben, dann ist es so. Oder nimmst halt Koch, weil du Patsch schon nicht nehmen kannst, weil Frankfurt schon gespielt hat oder sowas. Irgendwas Intelligentes wird dir auf jeden Fall einfallen. Danke, liebe ich aber auch an dich. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Ich wünsche euch was. Richtig schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann Sonntagabend wieder 9:45 zu den Kicker-Noten. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.